Da bin ich tatsächlich. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Ja, das, was da heute in der Uniklinik in Essen gezeigt wurde, ist medizinisch wegweisend. In dem neuen Hightech-OP-Saal ist alles digital miteinander vernetzt. Die Chirurgen werden per Computer zum Beispiel in die Wirbelsäule navigiert, zum Teil mit Virtual Reality-Brillen. Ziemlich spacig, aber vor allem einfacher für die Ärzte und sicherer für die Patienten. Es war ein Knopfdruck und ein ganzer Wohnblock ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Haben Sie es gestern gesehen? Wir haben ja live von der Sprengung des Weißen Riesen in Duisburg berichtet. Das war wirklich nervenaufreibend und spektakulär, wie ein Riesenhochhaus in wenigen Sekunden plötzlich zu tonnenschwerem Schutt wird. Falls Sie es verpasst haben, so war das gestern. Wirklich sehenswert, vor allem aus dieser Perspektive. Ist das nicht wunderbar draußen? Sonne, blauer Himmel, Sommer im September. Das Wetter, das wir gerade erleben, ist ja so ein bisschen eine Entschädigung für die kühlen und oft nassen Tage im Juli und August. Und das sollten wir sowas von genießen, auch jetzt am Abend noch. Jeanette Kuhn ist für uns live im Olga-Park in Oberhausen. Jeanette, ich weiß noch, du standst für uns für Live-Schalten auch oft im Regen in den letzten Wochen, weißt du noch? Dann doch lieber so wie heute, oder? Und einzelnen Gewittern bei rund 24 Grad. Das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit der Tagesschau. Schön, dass Sie dabei waren. Schönen Abend noch.